Hallo, hier ist die Heidi aus dem Paradiso Integrale in Italien, aber ich bin mehr bekannt unter thewisdomfactory.net, wo ich Interviews gemacht habe, damals in Englisch zusammen mit meinem Ehemann Mark Davenport und jetzt immer mehr in Deutsch. Und heute soll es auch wieder auf Deutsch werden, wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt. Und heute möchte ich über ein Konzept sprechen mit dem Rüdiger. Dass er, ich will mal sagen, entwickelt hat. Entwickeln ist vielleicht gar nicht der richtige Ausdruck. Wahrscheinlich ist es eher seine Natur, wie man Menschen unterrichtet. Sag mal so. Oder wie man sie erzieht. Wie auch immer. Du hast dann nachher jede Menge Gelegenheit, dazu was sagen, zu sagen. Ich würde dich jetzt erstmal bitten, so einen groben Überblick zu geben, wer du bist, wo du bist, was du tust, was du getan hast. Und dann gehen wir in die Fragen. Okay? Okay, ja. Ja, ich heiße also Rüdiger und bin seit ja, gut 2 Jahren im sogenannten Ruhestand, den ich eigentlich gar nicht wollte. War davor an ja, sehr vielen verschiedenen Schulen in diesem System in Deutschland, Staatsschulen, und bin, ja, wie soll ich das sagen, irgendwann. Ich mache das da etwas kurz. Ich habe also Grundschule, Hauptschule, Berufsschüler, alle möglichen Gruppen unterrichtet und bin letztendlich irgendwann in der Psychiatrie gelandet als Lehrer. Und ich habe nach anfänglichem Erstaunen, weil ich eigentlich gegen mein Wissen und meinen Willen dahin versetzt wurde, erst gedacht, oh, was mache ich in der Psychiatrie? Habe dann aber nach kurzer Zeit festgestellt, dass das der beste Arbeitsplatz für mich ist, den ich mir eigentlich hätte wünschen können. Das wusste ich aber vorher ja nicht, weil darüber kriegt man oder habe ich keine Informationen bekommen. Über eine Krankheit wurde ich halt so, war ich aus dem Arbeitsleben kurz raus für ein gutes Jahr und wurde dann halt einfach in die Psychiatrie versetzt, nach dem Motto, mal gucken, was er da macht. Und das waren eigentlich wirklich die ja, erfolgreichsten und erfüllendsten Zeiten meines Lebens, weil ich mit den Jugendlichen, ich habe hauptsächlich mit 14- bis 17-Jährigen gearbeitet, auch in einer geschlossenen Abteilung der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und da konnte ich sehr frei arbeiten, weil ja, das waren halt weggesperrte Jugendliche, mit denen keiner so recht wusste, was machen wir mit denen. Da wurde auch nicht viel mit denen gemacht und der Unterricht war für sie eigentlich das, was sie ja an dem Tag dazu bewogen hat, weiterzumachen, sage ich mal. Weil ich konnte, wie gesagt, mit ihnen machen, was ich wollte und ich habe mir ein breites Angebot dann langsam zusammengestellt und habe halt gemerkt, dass ich über ja die freie Arbeit, also die freien Arbeiten, die sie sich aussuchen durften, mit den Kids eigentlich sehr gut, ja, wie soll ich das sagen, nicht in Kontakt kam, sondern ich glaube, dass ich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben richtig was bewirken konnte, indem ich einfach Wege aufzeigen konnte, Alternativen zu dem, was in der normalen Schule passiert. Das habe ich Ihnen allerdings auch gesagt, dass das hier natürlich eine Ausnahmesituation ist, aber ich hatte halt die Freiheit, alles das, was mir in den Sinn kam, was ich für sinnvoll hielt, einfach einzubringen. Und das kam bei diesen Jugendlichen einfach richtig an. Also, die haben das verstanden. Und ich habe sie verstanden, obwohl ich natürlich nicht jede Situation so nachvollziehen konnte. Aber das waren ja Eindrücke, die ich in so einem normalen Schulalltag gar nicht hatte, mit einer Klasse von 25, 26 Kids, die ich mit bestimmten Lernstoffen versorgen sollte, was mir oft auch ja, sehr viel Schwierigkeiten bereitet hat. Ich habe mich also oft gefragt, was mache ich eigentlich in diesem Schulsystem? Aber es hat sich gelohnt, durchzuhalten. Es geht nicht um die Anzahl der Menschen, denen ich vielleicht einen kleinen Hinweis auf andere Wege geben konnte. Es war auch für mich gut, weil ja, ich habe oft gezweifelt, was mache ich hier? Ich hatte aber keine Alternative. Das Schulsystem ist so aufgebaut, wenn man da nicht mehr mitmachen will, muss man was komplett anderes machen. Aber ich habe schon gemerkt, dass die Arbeit mit Menschen, gerade auch mit Jugendlichen, auch mit Kindern, eigentlich das ist, was mich begeistert. Also ich kann mir eigentlich gar nichts Schöneres vorstellen, als zu sehen, dass die gerne kommen.
dass sie sich bedanken, Unterricht zu bekommen. Das habe ich also vorher noch nie gehört. Die haben sich bei mir bedankt, danke, dass ich bei ihnen Unterricht haben durfte. Ich höre nicht richtig. Und ich habe gesagt, ja, ich mache gar nichts Besonderes, sondern ich habe ihnen Angebote gemacht und wir haben geredet. Ich habe ihnen Geschichten erzählt. Geschichten sind total wichtig, finde ich. Und das war genau das, was sie begeistert hat. Die haben die regelrecht aufgesaugt und haben sie mitgenommen. Und ja, ich hoffe, sie haben was daraus gemacht, aber das ist ihre Entscheidung. Und ich habe Dankesbriefe gekriegt, sowas habe ich vorher noch nie gehabt. Und Kannst du naja. vielleicht ein bisschen was, so ein paar Situationen erzählen, wo du gedacht hast, dass du einem dieser Kinder wirklich echt geholfen hattest? Also irgendwelche Schlüsselsituationen. Ja, also zum Beispiel eine Schülerin, ich habe die Namen auch, weil es einfach viel zu viele sind, weil in so einer Kinder- und Jugendpsychiatrie ist die Fluktuation recht groß. Mal ganz pragmatisch, wenn Plätze gebraucht werden, werden Kids entlassen, die eigentlich noch gar nicht entlassen werden wollen, kommt auch vor. Aber ich habe zum Beispiel ein junges Mädchen gehabt, der habe ich unter anderem, ich hatte so ein Buch, was ich mal gefunden habe, sage ich mal. Es gibt keine Zufälle, buddhistische Geschichten, was daraus vorgelesen und die war so hin und weg, hat sich dieses Buch von ihrem Vater kaufen lassen und hat das in der Klinik auch noch weitergelesen und hat mir dann als Abschied von ihren Freundinnen sagen lassen, weil sie ja natürlich am Wochenende entlassen wurde, als sie nicht da war, dass das ihr Leben verändert hätte. Sie würde jetzt ganz anders denken und sie wollte sich bedanken und habe ich gedacht, ich habe Geschichten vorgelesen und zwar nicht mit einem bestimmten Hintergrund, sondern klar, ich hatte eine Idee, aber nicht um irgendwas zu missionieren, sondern was anzubieten. Und das haben die durchweg. Also ich hatte keinen dabei, der gesagt hat, was soll das denn? Sondern es ist einfach angekommen. Und die hat sich eben ja dieses Buch gekauft und hat diese Geschichten gelesen. Ich habe ihr immer gesagt, guckt es euch an, lest sie euch durch. Wenn sie euch ansprechen, ist gut. Wenn nicht, ja, dann ist das eben so, ne? Und Geschichten sind, das hat sich dann ausgedehnt auf andere Autoren. Das war jetzt ein deutscher Physiker, der zum Buddhismus gewechselt ist und dann ein Buch veröffentlicht hat mit verschiedenen Geschichten. Und ich habe dann immer mehr Leute kennengelernt und habe gemerkt, die Inhalte oder das, was diese Geschichten einem oder mir auch sagen wollten, die ähneln sich so unheimlich. Und ich fand das so spannend, weil das ist nicht so, ich muss euch jetzt mal sagen, wie das alles geht, sondern ich erzähle euch mal eine Geschichte. Und mehr braucht man gar nicht sagen. Die haben das sofort verstanden. Die sogenannten Problemkinder, die bei uns aussortiert wurden, die versucht haben, sich umzubringen, manche haben es über Essstörungen oder auch sonst was gemacht, mit Alkohol oder anderen Exzessen. Und die haben auf einmal, ja, vielleicht einen anderen Weg gesehen. Und das war einfach ein wunderbares Gefühl. Und ich habe gedacht, man muss einfach nur hingehen, ihnen zuhören, sie so nehmen, wie sie sind, und dann gucken, was passiert. Und dann haben sie gearbeitet, weil es gab bei mir nie irgendwelche Vorschriften, ihre Hausaufgaben, weil es gab Kollegen, die haben auch Hausaufgaben in der KJP gegeben. Ich dachte, was soll das? Die haben ein KJP, was heißt KJP? KJP Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ah ja, Also klar. die sind halt schulpflichtig und werden beschult. Wir sind ja immer noch Staatsdiener, in welcher Form auch immer. Und ich habe gesagt, Hausaufgaben gibt es bei mir nicht. Das habe ich schon immer für, naja, sehr Fragwürdigkeiten. Und das hat eben bewirkt, dass sie hatten ein Angebot. Sie konnten alles machen, was sie wollten. Sie konnten sich Sachen aussuchen, sich Hilfe holen. Und das haben sie gemacht, freiwillig. Ohne dass ich sage, jetzt wird hier das gearbeitet und das nachgekommen. So, ja, mal sagen, was du zum Beispiel angeboten hast. Also, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass viele Kinder, wie gesagt, ich bin der Meinung, es gibt keine Zufälle. Ich habe von einer älteren Kollegin mal Arbeitsmaterial, die sich dann aus dem Schuldienst verabschiedet hat, bekommen, sogenannte Logicals, also dass Kindern auf spielerische Art mit interessanten Geschichten aus Biologie, Erdkunde, Astrologie, egal, aus allen Fachbereichen, sogenannte Logicals angeboten werden, mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, von ganz leicht bis sehr kompliziert, wo sie einfach durch genaues Lesen, logisches Denken kombinieren, die Lösung finden und dieses Puzzle zusammensetzen. Und ich habe bei ganz jungen, kleinen Kindern, sogar schon in der zweiten Klasse bis hoch zur Hochbegabten aus bestimmten Gymnasien,
gesehen, dass denen das Spaß macht, dass die da richtig, habe ich noch, hast du noch mehr davon, ne? Und die waren richtig hungrig drauf, was zu lernen. Das habe ich aber nicht jetzt gemacht, also ich gebe denen jetzt mal was, dann werden die schon, sondern es ist einfach immer so gewesen. Und jeder durfte sich auch was aussuchen, und wenn er gemerkt hat, ist mir noch zu schwer, konnte er Schritt zurückgehen oder sagen, oh, das kann ich schon, dann gehe ich einen Schritt höher. Und das fand ich so faszinierend, weil es war der Wunsch der Kids, das zu machen. Also wenn die zum Beispiel sie hatten eigentlich die Pflicht, zum Unterricht zu gehen. Ich hatte also Jugendliche dabei, Hände verschränkt, ich war schon seit 2 Jahren nicht mehr in der Schule. So, gut, du musst nicht. Doch, sagte die Pflegerin, du musst. Ich sage, nein, wenn er so da steht, bringt das nichts. 3 Tage später, ich möchte auch. Die erzählen sich das ja. Und dann sind die da wieder rausgegangen und haben, was ist denn hier los? Was ist denn das mit Schule? Das ärztliche Fachpersonal war etwas ratlos. Was macht der da mit denen, dass die auf einmal in die Schule wollen? Ich habe nichts Besonderes gemacht. Ich habe einfach gesagt, wir sind hier die Schule oder ich bin hier der Lehrer, aber das heißt nicht, dass es wie bei euch in der Schule ist, sondern hier sind viele Bücher. Wie ihr arbeiten wollt, entscheidet ihr. Ich kann euch was anbieten, aber wenn ihr Interessen habt, dann machen wir das. Und wenn ich das hier nicht habe, besorge ich das. Und so kam es, dass ich mit einem, zum Beispiel mit einem Förderschüler, mit dem man angeblich nicht machen könnte, habe ich gesagt, sag mal, dein Name klingt so italienisch. Ja, mein Papa ist Italiener. Ich sage, und kannst du Italienisch? Nö. Ich sage, wollen wir Italienisch lernen? Oh ja. Dann hatte ich mal einen Italienischkurs belegt und habe ich mit ihm Italienisch gemacht. Anfänge, aber der war auf einmal, huch, ich kann ja was, ne? Und dann hat er was gelernt und war ganz begeistert. Also das sind so, ne? Man muss die Kids auch fragen, ne? Und dann haben die, also die ganzen Talente, die in ihnen schlummern, die haben sie gar nicht als solche gesehen. Ich habe gesagt, was machen? Dass wir zeichnen, ja, es nickt, ich zeichne nur ein bisschen. Ich sage, wie zeichnest du ein bisschen? Ich könnte da nicht einen Teil von, weil ist doch super. Und dieses Annehmen dessen, was bei ihnen ist, und dann vielleicht einen Weg aufzuzeigen, ich glaube, das ist das Entscheidende. Da hatten wir die Zeit dazu. Ich hatte einen Jugendlichen, der habe ich ihm die Frage gestellt, warum bist du hier? Ja, meine Mutter hat mich einliefern lassen. Ich sage, warum? Ja, ich habe nur noch gedaddelt zu Hause. Bin ich zur Schule. Ich hatte ein paar Sachen mit ihm schon mal gemacht und dann habe ich gesagt, ich denke, du bist ein ziemlich schlauer. Und warum machst du das mit dem Gedaddel? Sagt er, ja, er will damit Geld verdienen irgendwann. Ich sage, wie verdient man damit Geld? Hat mir das erklärt, dann, wie das geht. Und dann habe ich gesagt, weiß deine Mutter von deinen Plänen? Nö. Ich sage, dann würde ich dir gerne sagen, erzähle ihr das erstmal. Und das ist jetzt dein einer Plan. Aber ich würde dir raten, immer einen Plan B zu haben. Da ich denke, dass du die Schule relativ leicht erledigen kannst, wenn du einfach nur hingehst, solltest du vielleicht einfach mal gucken, dass du einen Abschluss machst und du verfolgst dein Ziel mit diesen Spielen. Er sagt, es gibt da so Wettbewerbe, wo man viel Geld verdienen kann, Preisgelder. Ich sage, wenn das klappt, wunderbar. Aber wenn nicht, ist es immer gut, du hast eine Alternative. Das Endergebnis war, der war nicht lange da. Eine Woche später kam er zu mir in den Unterricht, um sich zu verabschieden. Und es war so, dass er auf der integrierten Gesamtschule war und war da auf dem Realschulzweig. Und er hat sich mit den Worten verabschiedet, ich gehe wieder zur Schule, ich werde zum Gymi gehen. Ich sage, cool. Ich habe nichts weiter gemacht. Ich habe einfach nur ihm zugehört, habe meine Meinung dazu gesagt und das hat bei ihm was ausgelöst. Und das war, ja, das war für mich entscheidend, weil ich dachte, ja, dafür bin ich hier. Ich habe immer gesagt, ihr könnt alles, was ihr jetzt in der Schule draußen versäumt, das holt ihr locker nach. Guckt, was ihr hier fertig bekommt und wie es euch geht damit und dann wird das hinhauen. Und es ist, ja, Das heißt, das du war. hast einen normalen Schulunterricht gemacht, so Mathematik und weiß was ich, Deutsch, Rechtschreibung hin und her, sondern wie viele Kinder waren immer da? Also unterschiedlich. Also es war so, ich bin morgens in die Klinik gekommen und dann musste ich erstmal gucken, wer ist überhaupt noch da, weil wie gesagt, das konnte von heute auf morgen sein, dass die alle weg waren.
erstmal gucken, wie viele Kinder sind da oder Jugendliche. Das waren so meistens in der Vorgruppe, ja doch, auch in der Corona-Zeit zwischen 12 und 14 in der Altersstufe. Und dann habe ich einfach gefragt, so, ich bin jetzt von dann bis dann da, wer möchte in die erste Stunde? Und dann haben die sich untereinander abgesprochen, weil es gibt ja auch so, ja, mit dem möchte ich nicht so gerne. Und habe gesagt, ja, stellt euch zusammen und dann machen wir das. Ihr könnt auch 3 Stunden bleiben. Pflicht war immer, eine Stunde mindestens teilnehmen, aber die haben meistens mehr gemacht, ne? Und in der Corona-Zeit habe ich dann manchmal Einzelunterricht gehabt. Ja, und da habe ich immer wieder gesagt, also wenn ihr eine spezielle Frage habt, auch zu Mathe, Englisch oder was auch immer, könnt ihr das stellen. Wenn ich es nicht kann, habe ich eine Kollegin, da kann ich was besorgen. Wir können aber, ich habe sonst noch die und die Angebote. Und dann durften sie sich eben entscheiden. Und meistens war es so, dass sie diesen Fachunterricht gar nicht wollten. Also das war, ne, ich habe ihnen das also freigestellt. Und sie haben wirklich, es war oft so auch zum Beispiel zu merken, da haben sie dann nach der Stunde gesagt, ja, wir haben jetzt eine ganze Stunde geredet. Ich sage, ja, das ist aber auch total genauso wichtig wie irgendwelche Zettel ausfüllen. Na, wenn jemand morgens kommt und man sieht, die Nacht war schlecht, da gibt es ein Problem. Ich sage, setzt euch bitte, ich lese euch eine Geschichte vor. Dann habe ich in 10 Minuten eine Geschichte vorgelesen, dann merkte man richtig, wie die Entspannung kam. Und wenn da keine Zeit mehr war, ja, da war eben die Schulstunde mit einer Geschichte rum. Aber meistens ist noch irgendwas passiert oder sie haben sich irgendwas mitgenommen. Und dann war das einfach, ach, die Zeit ist so verflogen. Das war, und wie gesagt, sie sind gerne gekommen und manche wollten auch gar nicht aus der Klinik weg. Dann kriegte ich tatsächlich, das darf ich auch immer sagen, so den Hinweis, ja, die sollen sich hier nicht zu wohl fühlen, sonst gehen die gar nicht mehr. Ich habe gedacht, bitte, was ist denn hier los? Ich habe es wirklich gehabt, die haben gesagt, Herr Fricke, ich möchte gar nicht gehen. Ich sage, und ja, aber ich soll und ich muss, was soll ich denn machen? Ich sage, du, ich kann dir nur anbieten, ich kenne draußen jemanden, den kann ich vielleicht therapeutisch noch begleiten, weil die kenne ich persönlich. Ja, die hat gesagt, wenn ich nach Hause komme, denken meine Eltern, ich bin gesund und dann muss ich wieder normal in die Schule und das halt, schaffe ich nicht. Ne? Und ja, also ich, das war schon, aber es war eine unheimlich spannende Aufgabe und wirklich so, ja, erfüllend, dass ich einfach der Dezernentin, die mich damals einfach dahin versetzt hat, die habe ich mal angerufen. Und habe mich bei ihr bedankt, dass ich an dieser Stelle gelandet bin. Hat die wahrscheinlich gedacht, ich wäre jetzt irgendwie ein bisschen Auch verrückt. auch so, ja, ich würde ja jetzt da rein, ne? Aber es war mir dann auch egal. Aber das ist wirklich verrückt. Das habe ich mir im Leben nicht träumen lassen, dass ich mal so gerne morgens zur Arbeit gehe. Genauso habe ich ihr das gesagt. Ne? Die gedacht, das kann jetzt nicht sein. Jemand, der gern zur Schule geht, das ist doch nicht möglich. Ne? Naja, jedenfalls im Nachhinein, also die Zeit habe ich genossen und ich merke auch jetzt, wenn ich Schüler oder Schülerinnen habe, egal ob jüngeres Alter oder auch ältere, dass die Spaß am Lernen haben. Und das zeigt mir immer wieder, dass ja unser System hier ist leider kontraproduktiv, meiner Meinung nach. Und die Genau die paar, Frage, die ich jetzt hätte. ja. Was passt an dem System nicht? Also, dass die Kinder ungern zur Schule gehen und unter Stress stehen die ganze Zeit und so. Was läuft da schief, Lena? Also ich denke, es gibt ja dieses Curriculum, also dass man muss halt das unterrichten. Im ersten Schuljahr wird das gemacht, im zweiten das, im dritten das und dann muss das kommen. Und ich habe mich dann auch eben mit anderen Menschen beschäftigt, die andere Bildungswege gegangen sind, wie André Stern. Und das hat mir ja geholfen zu kapieren, dass immer einige bei uns durchkommen, wenn sie so mit dem Strom schwimmen und alles machen, was von ihnen gefordert wird. Aber alle die sich sozusagen intuitiv vielleicht dagegen stellen und sagen, halt, ich will jetzt gar keine, ich will jetzt gar nicht bere den Cosinus berechnen, ich weiß gar nicht, was das soll und so. Ich kenne es von mir selber früher. Ich habe gesagt, was soll das? Warum soll ich das machen? Aber das ist eben nicht gefragt. Und die müssen das machen, was dran ist, weil das eben auf dem Stundenplan steht. Und ich merke immer wieder, wenn man etwas lernen kann, was einen begeistert, wo man Interesse dran hat, dann geht das von selber? Da braucht man. Also, ich habe mich auch nie als Lehrer gesehen, der jetzt sagt: Also, pass mal auf, ich weiß, wie das geht. Sondern ich habe immer gedacht, ich bin sowas wie ein Coach, der so Hinweise gibt, der vielleicht ein bisschen mehr weiß als. Ich weiß ein bisschen mehr als die Kids, aber ich weiß nicht alles. Und das war für mich wichtig, dass ich eine Zeit lang, muss ich einen kleinen Rückschritt machen,
mit Berufsschülern gearbeitet habe, die Fachkunde hatten, von der ich gar keine Ahnung hatte. Ich konnte das auch gar nicht alles lernen. Ich hatte so viele Berufsfelder, dass ich einfach auf deren Fachwissen zurückgreifen musste und dann gemerkt habe, wenn ich immer so ein bisschen, weil ich ja doch älter war und Erfahrung hatte aus meinem eigenen Schulsystem und aus meiner Lehrtätigkeit, dass ich immer so ein bisschen Bildungsvorsprung hatte. Das hat aber ausgereicht, weil dass ich nicht überheblich wurde und gesagt habe, ey, das ist doch völlig simpel, das kann man doch ganz leicht machen, sondern wir haben das zusammen erarbeitet und da haben die gemerkt, aha, die kamen teilweise in den Unterricht, ich wusste gar nicht, was da auf mich zukam und die haben gesagt, wir haben heute die und die Aufgabe und ich habe gesagt, was weißt du darüber? Nichts. Ich sage, das glaube ich nicht. Wir fangen mal an. Und nach einer Stunde hatte der sein Arbeitsblatt fertig und sagt zu mir, oh, das hast du gut gemacht. Ich sage, ich habe gar nichts gemacht. Du hast das gemacht, ich habe nur gefragt. Oh. Also da haben sie erstmal gemerkt, in der Schule hat der Lehrer das Gleiche probiert, aber er hat es natürlich, ne, als ich bin hier der große, was weiß ich, Mathematiker, Physiker oder sonst was. Und die haben gesagt, oh Gott, das verstehe ich sowieso nicht. Er hat es alleine erarbeitet. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass sie wissen auch, aha, ist ja spannend. Also Maurer kam als Beispiel, ja, was habt ihr heute gemacht? Ja, Satz des Pythagoras. Und was weiß ich, was sollen wir denn mit diesem alten Griechen da? Ich sage, pass mal auf, wir machen das mal anders. Dann habe ich ihm was aufgezeichnet und habe ihm das ein bisschen erklärt. Und er meinte ja so, oh, das ist ja cool. Ich sage, ja, das ist auch wirklich cool, weil das hilft euch, ne? Also es ist ja nicht, um euch zu ärgern, aber es wird scheinbar in der Schule entweder so erklärt, dass sie es nicht verstehen oder sie hören sowieso nicht zu, weil sie denken, sie kapieren es eh nicht. Aber wenn man es ihnen auf eine, ich sag mal, eine ganz praktische Art zeigt, oh, das ist ja super. Ich sage, ja, alles klar. Ich höre jetzt also drei Sachen aus, was in dem Schulsystem nicht so ganz erfolgreich wirkt, sagen wir es mal so. Einmal ist die Hierarchie. Der Lehrer meint, er wüsste alles besser. Zweitens der Mangel des Hinhörens dessen, auf, sagen wir mal, auf welcher Wellenlänge und welcher Interessenlage die Schüler schwingen, nicht? Drittens, als auch der Lehrplan, dass bestimmte Sachen einfach durchgeixt werden müssen und keine, es nur theoretisch mehr oder weniger gemacht wird, aber nicht praktisch herangeführt wird. Das heißt, eine nicht individuelle Herangehensweise. Natürlich kann man sagen, ja, wenn man 25 Schüler hat oder 30, geht das nicht. Aber die Frage ist, geht es wirklich nicht? Ich habe herausgehört, dass du selbst mit großen Mengen von Schülern eine andere Erfahrung gemacht hast. Ja, ich denke, es geht, wenn man. Das ist natürlich immer das Problem, man kommt ja immer in irgend so ein System rein. Und ich muss leider sagen, dass doch ein größerer Teil der Kollegen und Kolleginnen immer so, naja, nee, die sind dann so skeptisch, ne? Wenn man das macht, so in was weiß ich, Projektarbeit oder Gruppenarbeit, das macht dann zu viel Aufwand, ne? Und es ist natürlich viel einfacher zu sagen, wir schlagen das Buch auf aber es ist sowas von langweilig. Und also. Ich habe mich mal in die Hauptschule versetzen lassen, weil mich meine damalige Dezernentin gebeten hat, dann sollte ich Biologieunterricht machen. Ich habe dann ganz viel überlegt mit Experimenten und da haben die nur dummes Zeug gemacht. Die waren es nicht gewohnt, ne? Die haben nur dummes Zeug gemacht. Da hab ich so, okay, was wollt ihr? Ich kann auch die Tafel vollschreiben. Das habe ich dann 2 Stunden gemacht. Oh nee, das ist ja öde, ne? Ja, aber entweder oder, ne? Und man muss natürlich ein bisschen was investieren, aber das Interesse der Schüler ist ganz anders, als wenn ich sage, schlag mal das Buch auf, wir lesen mal und das Klassische und dann arbeiten wir die Sachen durch und ja, wofür? Ja, keine Ahnung. Ne? Also denen fehlt auch der Bezug. Ne? Und das sieht man dann auch, wenn die ihre Berufe wählen, weil sie haben, eigentlich haben sie noch nichts, die haben keinen Plan. Die gehen irgendwo rein. Der eine hört, als Maurer verdiene ich im ersten Lehrjahr ganz viel Geld. Aber was dann weiter passiert, das fehlt alles. Da ist irgendwie so, die werden einfach da reingeschmissen und das ist so, klar, die Schüleranzahl macht es schwierig, mit jedem persönlich ins Gespräch zu kommen. Aber es lohnt sich. Also ich habe mal 2 Energieelektroniker gehabt, die saßen bei mir und jetzt Berufsschüler, ne, und haben gerechnet oder ihre Aufgaben gemacht. Die hatten halt viel aus der Schule mit damals. Und den einen habe ich dann angesprochen und habe gesagt, sag mal, René, machst du das gerne, was du hier machst, ne?
Nö, wieso? So ja, warum machst du es dann? Ja, mein Papa ist Ingenieur und dann wollte ich was in der Richtung machen, Energieelektroniker, ne? Da habe ich gesagt, so, ich habe mal eine Frage. Was würdest du am liebsten machen, wenn du dich frei entscheiden könntest, ne? Koch werden. Sein Nachbar ist fast vom Stuhl gefallen. Oh, da musst du ja für die anderen arbeiten, wenn die feiern. Und ja, er will Koch werden. Da habe ich zu ihm einfach die Frage gestellt: Wissen deine Eltern das? 17, ne? Soll ich mal mit deinen Eltern reden? Ja, wird sie das machen? Ich sage, klar. Ich habe mit den Eltern geredet, er ist Koch geworden. Mit Leib und Seele Koch geworden. Er hatte das in sich, aber er hat nicht getraut, sich zu sagen, oh, ich würde lieber Koch werden, statt Energieelektroniker. Energieelektroniker bei einer super Firma hier in Alfeld sogar. Aber er ist Koch geworden. Und da denke ich mir, was machen wir mit den Kids? Da gibt es diesen Girls' Day oder wie das jetzt heißt, Zukunftstag. Da gehen die einen Tag in die Firma von Papa oder Mama und aber die haben ja keinen Einblick, was in diesem Le in dem Arbeitsleben passiert. Ne? Was passiert in der Firma? Wie ist das am Fließband? Und wie ist das, wenn ich morgens als Bäcker um 3 Uhr aufstehen muss? Will ich das? Kann ich das? Und so weiter. Da gibt es eine ganz große Lücke zwischen unserem sogenannten Schulbildungssystem und dann das, was in der Ausbildung passiert. Die werden da reingeschmissen oder ja, sind gezwungen, da irgendwo reinzugehen. Da gibt es kaum ausgebildete Leute, die ihnen da eine Hilfestellung leisten. Ne? Und da fragt auch keiner, machst du das gerne? Ich habe es gemacht, aber das ist auch nicht normal. Ne? Die meisten sagen, die ziehen das dann durch. Ja, dann gehen sie so missmutig an ihren Arbeitsplatz und machen da ihre Arbeit, reißen die runter und Und ja. machen ihr Leben lang was, was sie nicht eigentlich gar nicht wollen. Das heißt, Genau. was ich auch daraus höre, was in dem Schulsystem normalerweise nicht klappt, es sei denn, es sind zufällig die Lehrer dahingehend kreativ genug, dass die Begabungen der Kinder erkannt werden. Ja, genau. Und die Also. haben so viele Begabungen, das ist der. Ich meine, ich muss bei mir selber manchmal suchen, was kann ich denn eigentlich? Ich sage mal, das kann ich nicht und das nicht, aber ich bin ja auch in diesem System sozusagen aufgewachsen. Ne? Aber damals war es noch, ich sage mal, harmloser als heute. Ich habe es ja selbst erlebt, wenn Eltern kommen und sagen, um Zensuren zu feilschen, damit er die und die Ausbildung machen kann. Ne? Die haben schon ausgesucht, was er mal für einen Beruf haben soll, damit er genug Geld verdient, damit das mal besser hat als wir und so weiter. Also ich habe immer versucht, auch in der Grundschule mit meinen Eltern so im Kontakt zu bleiben, dass sie bitte an ihre Kinder denken und nicht erstmal an die, nicht primär an die Karriere, sondern erstmal ihre Kinder unterstützen, damit die ja gestärkt dahingehen und sich nicht ja, vereinnahmen lassen. Ne? Also das sind manchmal Diskussionen mit ausländischen Eltern, die ihren Sohn nicht auf die Hauptschule gehen lassen wollen, weil die Schwester schon auf der Realschule ist. Und ich sage, aber der kann das immer noch später machen. Aber jetzt im Moment kann er es noch nicht. Das heißt aber nicht, dass er das nie kann, sondern geben Sie ihm die Chance. Und da ist ganz wichtig, dass die Lehrer mit den Eltern reden, weil die Eltern, glaube ich, denken, ja, die Lehrer werden das schon alles machen. Und die Lehrer denken, naja, die Eltern haben ja auch ihren Teil. Aber da ist so viel, da hört man dann, die reden gar nicht miteinander. Die wissen manchmal gar nicht, was da los ist. Die gucken sich nur die Zensuren an. Was? Du hast eine 5? Da kriegen teilweise noch Berufsschüler von ihren Müttern welche geknallt, ne, wo ich denke, was ist denn hier los? Da ist keine Kommunikation. Und viele wissen auch gar nicht, was ihre Eltern arbeiten. Und die unterhalten sich auch nicht darüber. Weil dann würden die vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, auf den Bau zu gehen. Ne? Weil, oh nee, das ist mir irgendwie. Andere wiederum sagen, ich will Häuser bauen, weil ich finde das gut, weil. Und ja, aber das sind die wenigsten. Ne? Die meisten landen irgendwo und fragen sich dann, wie bin ich eigentlich hierher geraten? Und das ist einfach schade, weil wir unheimlich viel Potenzial sozusagen, was in den ganzen Menschen, Jugendlichen steckt, das ist vergeudet, weil die wissen gar nicht mehr, was los ist. Ne? Und wenn die erstmal was angefangen haben, oh ja, jetzt können wir doch nicht wechseln und das noch und dies noch, ich sage, hey, du bist jung. Und wenn das dein Wunsch ist, dein Herzenswunsch, dann mach das. Ne? Und da sind leider viele Eltern auch nicht mehr, warum auch immer, in der Lage, ihre Kinder zu unterstützen. Da muss ich sagen, dass meine Eltern, das habe ich damals als junger Schüler nicht erkannt, die haben nicht gemeckert, wenn ich mal schlechte Zensuren gebracht habe, weil ich war nicht so ein super Schüler. Also
Ich bin da zwar hingegangen, aber ich habe das nicht so dramatisch gesehen. Und vielleicht hat mir das diese Gelassenheit gegeben und dann auch, dass ich versuche, das an heutige Schüler weiterzugeben, dass sie einfach Vertrauen zu sich selber haben, ne? Die können auch nicht alle Influencer werden oder sowas. Die haben ja so Flausen im Kopf, dann ja, dann mache ich dies und das. Ich sage, ja. Aber, wie gesagt, ne, immer einen Plan B in der Tasche haben, ist immer schlau, ne? So, Das jetzt hat habe denen keiner gesagt. ich noch drei Fragen. Das eine, was würdest du den Kids raten, die das vielleicht zufällig hören, was ich nicht glaube, weil ich eher ein Publikum habe, was so unser Alter ist, so, aber vielleicht Eltern? Und dann auch, was würdest du den Lehrern, deinen Kollegen raten? Gerade wenn sie Problemkinder haben. Also es sind Ja. drei verschiedene Fragen. Also ich würde den Kids eigentlich genau das sagen, was ich ihnen in der KJP auch gesagt habe. Wenn ihr wisst, was eure Leidenschaft ist, wofür brennt ihr? Das ist völlig egal, was das ist. Ob das Kochen ist, Malen, Singen, das ist völlig egal. Und wenn ihr, keine Ahnung, Bauer werden wollt, dann werdet Bauer. Das solltet ihr machen. Weil das, dann geht ihr morgens, steht ihr auf und geht gern zur Arbeit. Weil ansonsten, wenn man sich zur Arbeit quält, das hält nicht lange. Das wird nichts. Und dann wird es immer schlimmer. Den Eltern kann ich nur den Rat geben, sprecht mit euren Kindern, fragt sie, wie es ihnen geht und unterstützt sie bei dem, was sie gut können. Das heißt nicht, dass man nicht Sachen kritisieren kann, die absolut schief laufen, aber auf angemessene Art und Weise. Nicht irgendwie dummes Zeug und blöde Idee, sondern sich damit auseinandersetzen, mit ihnen in Kommunikation treten. Und ich kann es nur ganz kurz aus meiner eigenen Situation schildern. Mein Sohn hat sich entschieden, damals Koch zu werden. Er wollte Koch, hat sich selbst eine Stelle gesucht, ein Praktikum. Die haben ihn begeistert aufgenommen, wollten ihn sofort übernehmen. Er hat auch angefangen. Ein Jahr hat er es gemacht. Ich konnte meinen Sohn kaum noch erreichen, er war nur am Arbeiten. Und dann hat er mich gefragt, Papa, ist das in Ordnung, wenn ich meine Ausbildung wechsle? Ich sage, ja, das ist dein Leben. Was willst du denn machen? Oder was ist passiert? Dann war jemand in seinem Betrieb und hat ihn im Service angesprochen und hat gesagt, Junge, ich könnte mir vorstellen, dass du gut in meinen Betrieb passt. So, dazu muss man wissen, dass mein Sohn, wie die meisten Jungen, nicht so redselig sind. Ne? Wie war es in der Schule? Gut oder doof? So, dann sage ich, was hat denn dieser Mann für einen Betrieb? Versicherungsbüro. Ich sage, habe ich so gedacht, oh Gott, mein Sohn, der kaum was redet, was will der im Versicherungsbüro? Wenn ich mir das angucke, ja, das ist seins. Ne? Wäre nicht meins gewesen, aber er macht es. Und darum geht es ja. Ne? Und ich denke, er ist glücklich und zufrieden. Er sagt, vielleicht wechsle ich auch noch mal die aus. Vielleicht mache ich noch mal eine zweite Ausbildung. Ne? Er hat das mit seiner Frau abgesprochen. Jetzt ist mein Enkel da, der Emil. Also die haben schon einen Plan. Und das würde ich eben allen Eltern raten: Sprecht mit euren Kindern, dass sie auch kommen und sagen: Ja, das läuft hier nicht. Ne? Was willst du dein Leben lang einen Job machen, der nicht deine Berufung ist? Das heißt ja nicht umsonst Beruf. Wenn man nicht berufen ist und sich entscheiden kann, sollte man es tun. Und ja, was hatten wir noch für eine Frage? Den Lehrern, ja. Also da habe ich selber gemerkt, wie schwer das ist, wenn man in einem Kollegium versucht, das, was man als Ziel so für sich hat oder was man sich wünscht, mit Kollegen zu kommunizieren, weil viele sind leider, ja, es ist wirklich ganz angenehm, man kann irgendwas durchziehen. Und da wird nicht geguckt, ist das jetzt sinnvoll oder nicht. Solange sie sich an die Regeln halten, die Anzahl der Arbeiten stimmt, die Zensuren, Hefte geführt werden, gehen die durch. Und dann, also man sollte vielleicht wirklich mal genauer hingucken, kann ich nur an die Kollegen appellieren, dass man die Schüler anguckt und die Schülerinnen und versucht, mit denen ins Gespräch zu kommen. Ich weiß, dass es schwierig ist, wenn man große Klassen hat und wenn man auch als Fachlehrer durch 8 oder 10 Klassen turnt. Aber es lohnt sich trotzdem, weil die sind ganz erstaunt, wenn man mal ganz persönliche Sachen fragt, ne? Wenn man hört, was Schülern während ihrer Schulzeit durch den Kopf geht oder durchs Herz, weil sie Probleme haben. Vielleicht ist der Bruder im Gefängnis gelandet, weil er Dummheit gemacht hat. Oder ist es irgendwas Schreckliches passiert? Die sind gar nicht bei der Sache. Die können gar keine Mathearbeit schreiben, weil die einfach, dass man einfach da so ein, dass die merken, ich bin auch interessant als Mensch und nicht nur als Schüler. Punkt 5, 6, 7, 8, 9, sondern ja, da gibt es ein anderes Interesse noch. Und dann reagieren die ganz anders, ne?
Es wird immer schwieriger, weil ich glaube, die Entfremdung wird immer größer. Das wird nur noch geguckt. Wenn ich zum Beispiel sehe, so ein Plakat, Nachhilfe, ne? Oh, Mathe 2, endlich. Es wird wieder nur auf die Zensur geguckt. Ob das wirklich eine 2 ist oder ob die das mit Leidenschaft gemacht hat und sagt, ja, ey, ich habe die Mathematik für mich entdeckt. Nee, es geht nur darum, die Zensur steht da, ob das wirklich eine 2 ist, völlig egal. Und das fände ich schade, weil, also ich verstehe Bildung anders und ja, da würde ich mir wünschen, dass da mehr meiner Kolleginnen und Kollegen sich vielleicht daran erinnern. Also ich bin mal angetreten und gedacht, ich könnte da, ah ja, kann ich, viele Ideen, da kann man ganz viel machen. Ich musste merken, ja, das muss man ganz schön runtersenken erstmal, weil der Standardspruch ist, glaube ich, und das haben bestimmt viele auch gelernt, jetzt vergiss erstmal alles, was du an der Uni an Flausen da gelernt hast. Jetzt werden erstmal die Kinder eingenordet. Ich habe gesagt, bitte innerlich eingenordet, ich will niemanden einnorden. Aber dann, ne, locker lassen kann man immer noch, die müssen erstmal gehorchen. Ich will aber keine Kinder, die mir gehorchen. Also, ich habe mir gedacht, einfach, eigentlich müsste ich wieder gehen, aber die Lehrerausbildung in Deutschland ist so geregelt, wenn du nicht gerade Informatik noch studiert hast, dann bist du auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr zu gebrauchen, weil was willst du da machen? Ne? Und das, ja, es ist halt so irgendwann geregelt worden. Und ich habe dann gedacht, okay, jetzt bin ich hier und jetzt mache ich es auch. Ne? Und wenn ich heute Kinder treffe, die ich als kleine Kinder, erste, zweite Klasse unterrichtet habe, die jetzt Familien gegründet haben und die sich freuen, mich zu sehen, denke ich, dann war es wohl nicht ganz falsch. Die laufen nicht weg, sondern sie freuen sich und sagen Hallo und erzählen. Ja. Praktisch schon in die Zielgerade. Erstens wollte ich ein bisschen polemisch sagen, vielleicht sind einige Lehrer auch Lehrer geworden, nicht unbedingt, weil es ihre Berufung war, sondern weil das Gehalt und die vielen Ferien locken. Könnte es. Ja. Aber die andere, die, sagen wir mal, die letzte große Frage, die ich mir dir stellen möchte, ist: Wie sieht denn deiner Meinung nach ein besseres Schulsystem aus? Wir haben jetzt so ein bisschen über die negativen Geschichten des Schulsystems, dass die Klassen zu groß sind, dass die Lehrer keinen Bezug nicht wirklich haben, dass es nicht um die Menschen geht, sondern um das, was sie notenmäßig auf die Reihe kriegen und so. Wie könnte denn ein anderes System aussehen? Ich meine, wir haben ja Waldorfschulen und Montessori, die ganzen Geschichten ja schon durchgeixt sozusagen. Wie würde das deiner Meinung nach aussehen können jetzt? Also freie Vision, ja, also Ja, in jetzt. also erstmal denke ich, dass wirklich Leute, die was von der Sache verstehen, wer auch immer das jetzt sein mag, mal alles durchguckt, was so in den Lehrplänen steht. Da ist so viel Ballast drin, den man wirklich nicht braucht. Und das anders zu strukturieren, dass man nicht Leute zu Mathematik zwingen muss oder zu Sprachen, wenn die absolut, dass das Angebot da ist, ist okay. Also eine Grundbildung, aber ich muss bis zur 12. Klasse Mathe machen, obwohl ich es vielleicht schon längst los sein will, oder ich muss eine Sprache lernen. Da wäre, glaube ich, einiges zu tun. Dann natürlich, dass ein Land, was bisher ziemlich reich war, ob das so bleibt, wissen wir ja nicht, aber für die Bildung seiner nachfolgende Generationen Geld ausgeben muss, das ist unsere Lebensversicherung, weil ich glaube, mehr als eine gute Bildung, was Besseres kann man nicht machen, das Geld da zu investieren und nicht in irgendwas anderes, was auch immer jetzt, sonst führt das so weit weg. Das Bildung wäre. hat ja nicht, Bildung heißt ja nicht gute Noten, nicht? Nee, Bildung. eben nicht, sondern Bildung heißt, die Kinder dafür zu interessieren, sich weiter Fragen zu stellen und Sachen zu entwickeln, also neu nachzudenken und nicht einfach zu sagen, ja, das war jetzt immer so, das muss auch immer so bleiben, sondern ja, kreativ zu sein. Eigentlich offiziell in unserem Bildungsauftrag steht das ja drin, aber es tut mir leid, ich kann das nicht sehen. Wenn wir das tatsächlich machen, dann sind das die sogenannten Querulanten, die den Leuten auf die Nerven gehen, weil sie unbequeme Fragen stellen, weil sie das nicht machen, was sie sollen. Sie gehorchen einfach nicht. Ne? Und wo ich immer denke, ist mal die Frage, wie man damit umgeht. Ne? Ich weiß nicht, habe ich glaube ich noch nicht erwähnt. Ich habe schon, bevor ich in die Psychiatrie kam, sozusagen als Lehrer, kriegte ich immer so die sogenannten Problemkinder. Nimm du die mal. Ne? Und ich weiß auch nicht, aber ich denke, ich verstehe sie einfach und ich höre ihnen auch zu.
Und dann gibt es kein Problem. Alle sagen immer, ja, guck dir mal die Schulakten an. Ich sage, ich gucke mir erstmal die Kids an und dann werden wir sehen, was passiert. Und das ist das Einzige, was man machen kann. Das muss man natürlich gerne machen. Wenn man da so einen hat, der einen, oh, der geht mir auf die Nerven, ja, kümmern die sich nicht um den. Ne? Und die haben auch ihre Potenziale. Und das Schlimme ist, wenn man so ein Kind dann durch unser Schulsystem von der Grundschule dann übergangsmäßig in die nächste abgeben muss und hofft nur, hoffentlich kriegt er nicht irgendeinen falschen Lehrer. Dann ist alles wieder umsonst. Ne? Und sowas passiert dann eben, ne? Weil du weißt nie, wo die hinkommen. Und dieses freiere Arbeiten, ne? Ich habe mir auch sogenannte alternative Schulen, freie Schulen angeguckt. Da habe ich gesagt, ja, das ist meins. Ne? Ich habe Schulen gesehen in Berlin, die völlig anders arbeiten, mit einem Bauernhoftag, mit Brotbacken, mit Tieren auf dem Schulgelände, mit allem. Es geht. Man kann es machen, aber man muss es wollen. Und ich befürchte leider, dass es zu viele noch gibt, die das gar nicht so wollen. Weil je freier die Schüler werden, desto mehr Fragen stellen sie und desto mehr, ja, kann man nicht einfach sagen, das ist jetzt so, komm, es geht jetzt um die Zensur. Ne? Und ja, da müssen wir von weg irgendwie, wie auch immer. Aber also, Ja, ja. ich meine, Schulsystem, es wurde ja immer früher gesagt, die Schule ist deswegen erfunden worden, damit die Kinder auf den Kriegsdienst vorbereitet werden, nicht? Und das heißt auf Gehorchen. Das scheint ja nach wie vor großenteils der Fall zu sein. Ja, Wenn du andere Sachen machen willst, dann wirst du ja mehr oder weniger behindert oder als ein bisschen verrückt abgestempelt, nicht? Ja. So, es ist durchaus kein, sagen wir mal, Schulmainstream, einen anderen Unterricht. Ich weiß über die Berliner Schulen und andere, dass es innerhalb dieses Schulsystems geht. Geht. Aber Es hängt man natürlich ganz, ganz viel auch von den Leuten ab, die da arbeiten, ne? Das ist natürlich so, das ist nicht so dieser, ich sag's mal ein bisschen provokant, Dienst nach Vorschrift, ne? 13 Uhr lasse ich alles fallen, gehe nach Hause. Nein, also wir haben sowieso super Arbeitsbedingungen eigentlich, arbeitstechnisch und auch ferientechnisch, so dass man sagen könnte, hey, da können wir einiges investieren. Aber ich denke, solange das nicht weiter irgendwie verankert ist in dem Bewusstsein, dass ich ja Lehrer bin, weil das meine Berufung ist und nicht einfach, weil ich einen netten Job habe mit viel Urlaub, vielleicht als Beamter sogar mit einer sehr guten Bezahlung. Ich war jetzt nie verbeamtet, sondern ich war nur angestellt, aber das war mir egal. Aber das merkt man deutlich, da wird klassifiziert, ne? Nee, Beamte, ja. Und mir war das aber egal. Und also ich habe immer, wenn ich, ja, wie soll ich das sagen? Wenn ich gemerkt habe, dass meine Arbeiten Sinn gemacht hat. Also ein kleines Beispiel, ich hatte mal eine ganz kleine Schule, 16 Schüler und Schülerinnen. Da hatte ich 12, damals gab es noch Empfehlungen, Gymnasialempfehlungen. Da haben meine Kollegen gesagt, das kann doch gar nicht sein. Die können ja nicht alle so gut sein. Ich sage, Entschuldigung, ich mache das doch nicht, um irgendjemandem Gefallen zu tun, sondern meine Einschätzung und das mit Absprache mit den Eltern ist, dass diese Kinder das Gymnasium schaffen, weil sie dafür bereit sind. Und das auch wollen. Und ich habe auch viel mit den Eltern gesprochen. Ich musste sogar Eltern überzeugen, in Anführungszeichen, wo ich gesagt habe, die waren selber Gymnasiallehrer. Ich habe gesagt, lasst eure Tochter bitte aufs Gymnasium. Nur weil die in Mathe eine 3 hat, wollt ihr sie nicht aufs Gymnasium schicken? Sie schafft das, ja. Jetzt hat sie neulich Abitur gemacht. Da denke ich mal, Leute, kennt ihr eure Kinder nicht? Ne? Und was ich schon vorhin gesagt habe, dieser Austausch. Die müssen ja nicht permanent erzählen, was den ganzen Tag in der Schule los war, aber dass die wissen, was ihr Kinder eigentlich mal wollen, ne? Und sie da unterstützen können oder auch sagen, Mensch, hast du das mal überlegt, ne? Aber ist ja auch gut, wenn man mal eine Frage dazu kriegt, ne? Ja, was so. weiß ich will zur Armee gehen oder so. Überleg dir, was das bedeutet, ne? Du musst vielleicht jetzt nach Afghanistan oder keine Ahnung, nach Mali, weil es geht immer weiter. Sowas, ne? Einfach als Unterstützung, nicht als Ja. Vorschriftspersonen, ne? Ja. Also was ich daraus höre, ist, es liegt eigentlich nicht unbedingt am System, sondern es liegt zum großen Nicht Teil nur. an den nicht berufenen Berufslehrer. Das heißt, wenn ein Lehrer sich nicht in dem Beruf mit dem Beruf identifiziert, sondern einfach das als Job sieht, dann sieht man das, was jetzt rauskommt. Wenn er es als Beruf sieht, als Berufung sieht, dann kann was anders hinkommen. Und ich möchte darauf raus, was ich rausgehört habe und was ich denke, das ist nicht nur für Schüler, Eltern, Kinder, Beziehungen, sondern generell.
Wir müssen wieder lernen, zuzuhören. Anderen Menschen zuhören und schauen, wie die drauf sind und miteinander in Kontakt gehen und in Beziehung. Wenn die Eltern nicht wissen, welche Neigungen ihre Kinder haben, dann kein Wunder, wenn sie dann das völlig Falsche lernen oder studieren oder sowas, Ja, nicht? wie mit meinem Koch, Genau. der wollte seinen Eltern nur, ja, der wollte seinen Eltern ein guter Sohn sein, der Ja, genau. strebsam ist und so. Seine Eltern wollten das aber gar nicht. Die haben einfach nicht darüber gesprochen. Ganz einfach. Und da darf ich immer, ja, reden und Genau. zuhören. Ja. Zuhören, zuhören als Möglichkeit, sagen wir mal jetzt mit großen Worten, die Welt zu verändern, indem wir unsere Beziehungen verändern und da neue Realität schaffen. Das wäre mein Schlusswort. Was ist dein Schluss? Was möchtest du gerne noch? Och, ich weiß gar nicht, wie ich das noch sagen soll. Ich habe vorhin in einem noch mal in einem Buch gelesen, weil ich bin auch unter anderem Aquarianer. Ich habe auch mal versucht, die Kinder mit einzubeziehen, mit Lebendigen im Klassenraum, ein kleines Aquarium oder irgendwas mitgebracht. Lebendiges immer, weil aus dem Buch ist das anders, als wenn ich dann was im Aquarium sehe oder ein Tier da rumläuft. Und dann habe ich den Satz gelesen, man kann nach Heraklit, man kann nie zweimal in den gleichen Fluss springen. Panterei, alles fließt. Und das würde ich sagen, ja, nie aufgeben, egal was passiert, weiter denken und weiter überlegen, was halte ich für richtig und ja, mit Leuten sich austauschen, weil es kommt immer wieder was Neues. Und Genau. ja, Und allen ich auch. zuhören. Man muss ja nicht mit allem übereinstimmen, aber Gedanken aufzunehmen und dann zu gucken, was passiert. Aber ich glaube, die Menschen hören sich gar nicht mehr zu, ne? Es geht alles so, Genau. ja. Es geht um Konkurrenz und um ich bin besser und ich habe mehr und sowas. Ja, leider, ja. Message, die wir beide da rausgeben könnten. Zuhören und fördern, die eigenen Begabungen fördern und die der anderen Menschen. Ja, du, dann danke ich dir jetzt ganz arg für das Ich Interview. danke dir und gut, Bis dann zum nächsten Mal. tschüss.